Herzlich willkommen beim Stream von Destiny. Wir machen mal heute den Titan weiter. Morgen geht es erst weiter wieder mit Raid. Dann sehen wir weiter. Naja, nicht wundern, ich bin auch in der Party, also kennt ihr ja den Sinn, ne? Willst du mit mir Drogen nehmen? Das ist lustig. Wie wenigstens. Gut, du hast doch gesagt, ich soll ein bisschen munterer werden. Jetzt sage ich, nehmen wir mal eine Drohne. Jetzt sagst du, ich soll doch keine Drohne nehmen. Was denn nun? Wie Alkohol. Alkohol ist auch keine Lösung. Sehr gut. Ich sage Levante Bescheid. Die Kryptarchen brauchen eure Hilfe, Hüter. Euer Geist kann die Nachricht entschlüsseln. Er findet es lustig. Also... Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich das höre, dann langweile ich mich irgendwie. Keine Ahnung wieso, obwohl es horrormäßig sein soll. Ja, Destiny ist ja auch nicht horrormäßig, du Vollpfosten. Naja, eintönig ist es schon. Gute Arbeit. Also ich hoffe mal, dass die... Also ich hoffe mal, die bringen mit dem neuen DLC, bringen sie erstens die neue Klasse raus. Die dritte. Für jede, für Titan, Warlock und... Yep, die letzte. Die sind sogar schon angeblich auch schon bekannt, wie die heißen und was sie können. Steht alles im Internet. Steht alles im Internet. Ja, genau. Fähigkeit heißt Al-Qaida, ey. Seid ihr noch ganz zu retten, ey? Al-Qaida, ey. Das ist doch eh nicht mehr normal. Ihr habt doch eh nicht mehr. Was habt ihr geraucht, ey? Ja, genau, du bist im Himmel. Oh, 31 Jungfrauen. Der Feind rückt immer näher. Stellung halten. Kodierte Übertragung folgt. Erstens das und zweitens, ganz ehrlich, und wenn ich 31 Jungfrauen kriegen würde, ich würde keine davon vögeln. Eigentlich kenne ich so. Eine Dose Mitleid für Herzog. Oh. Ich kann auch gerne wiederholen. Ja, ja, du mich auch. Ach, angeblich wird bald vielleicht, das ist nur ein Gerücht zur Zeit, wird die Eisbrecher geschwächt.
Also ganz ehrlich, die Sniper ist sehr, sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Ich habe heute einen Ritter mit einem Level 27er, der war Level 28. Mit einem Schuss habe ich mit der Sniper einen Ritter gekillt. Mit einem Schuss. Ich habe gedacht, der hält mindestens zwei Schuss aus. Aber nee, der hält nur einen aus. Dann zieh ich ihn nochmal. Leiche. Zur Zeit wieder eine Pistole, weil ich eine Pistole im Blau habe für Level C. Das hätte ich weiter mal zu tun. Okay, der Turm weiß Bescheid. Können wir gerne morgen mal probieren. Ja, ja. Kriegen wir die Kiste, weiß ich. Naja. Meine Frage, wenn man diese Kiste kriegt, kriegt man was Besonderes raus oder irgendwie nur 0815 Zeugs wieder? Okay, gut. Ah, die ganz oben, wo nur dieses Billigzeug rauskommt, meinst du? Ja, das ist ja kein Problem. Aber mit dem neuen DLC, der im Dezember rauskommt, kommt auch ein neuer Raid. Könnt euch also drauf freuen, haben wir einen neuen Raid dazu. Das ist bisher nur ein Gerücht, soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Wie steht das jetzt wirklich fest? Ja, da habe ich auch was gelesen. War es nicht Uranus? Hier, Meister Rahul, im Namen der Kryptarchen. Jupiter, war es nicht Uranus? Wir bezahlen für zahlreiche Dinge, die ihr an diesem Ort einsammeln könnt. Ja, den Merkur haben sie ja schon PvP-Ding, aber... Naja, Ende des Monats wird auch noch Lords of the Fallen rauskommen. Ich glaube, ich werde auch nicht so schnell wohl Lords of the Fallen anfangen. Ich hab irgendwie keinen Bock, Borderlands so pressiert ist. Ich denke schon so nach morgen zu spielen, aber dann muss ich wieder schauen einfach. Ah, ich hab's mir geholt. Ich hab's hier liegen. Gute Arbeit.
Ich sage der Stadt, dass wir alles haben. Habe ich schon gespielt, stinkt langweilig. Also für mich ist FIFA einfach totales Schrottspiel. Ich hasse solche Spiele. Ja, meine Frage, bist du Fußballfan? Also richtiger Fußballfan. Ja gut, ich bin so ein Fußballfan zum Beispiel nicht. Ich denke nur an Hannover 96, okay, wenn sie gut sind, sind sie gut, wenn sie schlecht sind, sind sie schlecht. Sonst können sie mich kreuzweise. So denke ich über Fußball. Und deswegen, deswegen sieht man schon, du bist schon mehr so ein Fußballfan wie ich. Ich bin überhaupt kein Fußballfan, Sportfan überhaupt gar nicht. Ich könnte mir zum Beispiel die ganze Zeit diese ganzen scheiß Fußballspiele angucken auf Sky, aber ich habe keinen Bock drauf. Da wo du nicht bist. Interessieren könnten. Pass auf, was du damit anvisierst. Was bitte? Er hat dich geschlagen. Willst du mit mir Drogen beleben? Ach, habt ihr schon gehört? Die haben wieder die anderen Höhlen da geschlossen da. Die Loothöhlen. Schande über dich. Und wenn schon. Ich bin Level 11, yippie-yay-yay. So, ich glaube, jetzt mache ich nämlich die Story weiter. Macht jemand mit? Will jemand mir helfen? Wann immer du mich brauchst, Peter. Ja, ich mache sonst nicht gleich die Story weiter oder ich mache gleich Dingsbums. Oh nee, nicht diese Scheiße. Beutezug akzeptiert. Die Story? Auf dem Mond gerade mal. Ja, dauert ja eigentlich auch nicht lang.
Wenn man jemanden hat, der da schnell mitmacht, dann dauert es echt nicht sehr lange. Ich denke gerade drüber nach, ob ich den Dingsbums machen soll, den, wie heißt denn das Scheißding nochmal? Den, dieses komische Ding da auf der Erde, dieses komische, ach ja, jetzt weiß ich wieder, Strike. Ich denke schon drüber nach, ob ich den machen soll. Bringt mir 2200 Erfahrungspunkte nämlich. Jetzt muss ich das Weltengrab spielen. Da, wo du nicht bist. Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes. Das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen da runter und stehlen, was wir können. Dann puste. Ich puste und puste, puste ein, du dummes, dreckiges Schwein. Das Weltengrab befindet sich tief in ihrer Festung. Laut dem Geist, den wir gefunden haben, gibt es dort einen alten Ritter, der es beschützt. Ich kann uns hinführen, aber wir müssen ihn bekämpfen, um das Grab zu finden. Ich weiß nicht, wie man aus dem mit einem Sparrow in das Weltengrab reinkommt. Die Schar hat den Mond völlig zerfressen und mit unzähligen Kammern und Katakomben gefüllt. Ein Level 4 Fusionsgewehr brauche ich auch so unbedingt. Weg damit. Ist eine ganze Nekropole. Der Ritter ist in der Nähe. Er ist mächtig und nicht alleine. Aber dieser Ritter hat den Schlüssel zum Grab. Wir müssen ihn töten. Wir kriegen mich nicht, wir kriegen mich nicht. Wir kriegen mich nicht, wir kriegen mich nicht. Schuss in den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Oder nicht? Nee. Nächster bitte. Oh. Ja, du musst auch halten.
Das ist der Schlüssel zum Grab. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Stirb schneller. Ach ja, PSN ist wieder gestern offline gewesen. Lange, lange offline. Das sollte uns direkt zum Network. Grab führen. Die haben seit zum Wochen schon total die Probleme. Du weißt, was ich meine. Keine Ahnung warum. Verstehe ich irgendwie nicht. Ja, ganz ehrlich, also bei. Ich gebe es zu, bei denen gibt es auch mal Probleme. Ne? Skywatch. Da ist es. Wie, du kannst dich selber wiederbeleben, was spielst du denn gerade? Hast du jetzt einen Warlock gemacht, Lutz, oder was? Wär mir neu. Aber ich kann jetzt meinen Jäger kann ich jetzt endlich tarnen. Hier kann ich ja nicht da an. Nur 5 Sekunden zwar, aber naja, ich kann ihn da. Ich kann meinen Jäger jetzt tarnen. Nur 5 Sekunden, aber naja, das weiß ich nicht. Okay, sobald ich eindringe, werden Sie hinter uns hier sein. Also Augen auf. Ja. Ja, du hast die Verlängerung wahrscheinlich drin, ne? Kann das sein? Ja, die Verlängerung macht doppelt so lang. Ja, es geht auch. Ja, ich hab's gesehen. Ich weiß nicht warum, aber mit meinem blauen Pistol hier, gerade mit Level 10 ist, mache ich das Ding hier locker nieder.
Mann, die Mission war ja pippi leicht. Okay, ich habe alles. Die Schar hat gesehen, wie die Dunkelheit tausende von Welten verschlungen hat. Und sie verstreut ihre Saat schon seit Jahrhunderten auf der Erde, während sie auf die Rückkehr ihrer Götter wartet. Ich warne die Stadt. Verschwinden wir. Ah, ich fand's eigentlich nicht schlecht. Ich fand's lustig. Ne, ich weiß, bei Resident Evil kann man eigentlich nur stehen bleiben und schießen und nicht sich dabei bewegen oder ausweichen. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Da muss ich recht geben. Das ist mehr nur Geballer. Ich habe die Kryptarchen-Aufzeichnungen nach dem Tempel von Crota durchkämmt. Hör zu. Vor langer Zeit eroberte Crota den Mond. Sein Schwert war so dunkel, dass es alles Licht verschlang. Nun schläft Crota, nicht aber das Schwert. Die Warlocks gehen mein davon Vater aus, dass heute die schon wieder, es in einer Kammer WhatsApp bewachen. Kannst du meinen Fernseher wieder wenn einstellen? Du uns das Schwert bringst, der Fernseher total verstellen. Dafür, dass es niemand Vater mehr führen einfach wird. Nicht gebacken. Ja. Hey. Mein Vater kriegt es nicht gebacken, Fernseher einzustellen. Um das dann Schwert kann zu er vernichten, aber ohne Fernseher nicht leben. Macher, er muss nicht nur mit dem Fernseher einschlafen und ohne töten. Fernseher. Einer von ihnen schlafen. Soll eine Kultstätte bei nee, mir bewachen. Den nehmen wir uns zuerst vor. Jetzt das Schwert von Crota machen. Also, langweilig. Ja, okay, das Schwert ist schon lustig, aber mittlerweile habe ich ein paar Tricks die drauf. Kultstätte ist wie direkt die vor Bosse uns. Da drin so leicht umbringen kann. Das ist ein Witz, wie man die umbringt. So kitzuki geht das. Könnt ihr noch nicht mal richtig dagegen wehren, so schnell sterben die. Ne, du drückst zweimal RB und einmal RT, dann macht der Name eine Kombo nämlich. Dann schreckt der Gegner zurück, kannst du nochmal das gleiche machen. Hab ich doch schon gemacht, Lutz, da warst du auch dabei. Okay, manchmal muss man auch kurz zurückschrecken, aber. Dort ja, finden wir ihn. Hoffentlich bist du bereit. Mehr auch nicht. Das ist ein Witz meiner Meinung nach. Weniger. Ich führe uns zu den anderen. Ja, ich bin zweimal dabei gestorben heute. Jetzt geht's noch. Ich will ja nicht für Unruhe sorgen, aber ich orte das Schwert durch das Licht der Hüter, die es getötet hat. Etwas weiter oben. Scheiße. Ja.
bin ich schon wieder unten. Das Schwert ist nah. Ich spüre Mann, seine Kraft. Geworden. Dann werden die Waffen noch stärker oder die Gegner werden noch schwächer an von beiden. Erledige sie. Oh, die Hexe ist da. Hexe, hier bin ich. Der Verteidiger, den nutze ich so selten, muss ich sagen. Aber der bringt mir in letzter Zeit überhaupt nicht wirklich was. Aber gut, ich mag zumindest Verteidiger. Ich mag Verteidiger lieber als das andere. Ich habe mir gestern. Ich habe mir gestern den Film 2. Ey, kennt einer von euch den Film auf 2 mit Pech und Schwefel? Schnapp dir das Schwert. Ich bin gestern reingezogen bei Sky. Das sollte sie hervorlocken. Zieh ich mir den jetzt noch rein. Vorsichtig! Seine Kraft ist dunkel. Der Gag ist, ihr braucht mindestens 2 Leute dafür. Ihr seid zu zweit, also kriegt ihr es eigentlich theoretisch hin. Theoretisch. Ja, ihr müsst es so machen, dass einer sein Gewehr voll hat und der andere etwas leer steht und so weiter. Dann geht's. Ja, das hatte ich heute auch so. Ich hab's einmal alleine versucht. Ne? Ich hab gedacht, will er mich jetzt verarschen. Er teleportiert sich den halben Weg direkt gleich zum Ende. Bums. Nicht geschafft. Nur weil ich denke, um uns herum gibt es jede Menge Bewegung. Die Schwanzblitzen wollen zum Schwert. Ich hasse Tanzen. Ich hasse Tanzen. Wenn mich eine Frau zum Tanzen kriegen will, war ich nicht. Ganz ehrlich. Okay.
Freunden würde ich ja mal machen, aber ich bin damals mit meiner ersten Gruppe mal tanzen, Karten mit so einem Disco, und super. Und ich wollte am Anfang auch nicht mit dir tanzen, ich war damals noch ein bisschen lang. Ja, da ist jetzt die natürlich mal gemacht. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Schwert ist weg. Sie sind alle erledigt. Das heißt, das war eine der stärksten Waffen, die die Schar je gegen uns eingesetzt hat. Früher konnte ich die 150 Pokémon locker auswendig. Nee, das ist Giflor, ist ein anderes Pokémon. Das ist Giflora. Genau. Genau. Aber ich bin mal abwesend. Ich helfe gerne. Eine gute Waffe.
Zusammen. Nicht solange ich, Commander. Mach schnell, ich muss Schulden begleichen. Bring sie von der Schlacht zerkratzt wieder, aber nicht kaputt. Komm her. Was gibt's Neues, Hüter? Wie läuft es, Titan? Der tote Orbit. Dringende Übertragung auf allen Kanälen. Vom Sprecher. Nichts ist wichtiger. Wir glauben, dass die Schar dem Reisenden mit einem Ritual sein Licht entzieht. Was immer es ist, wir müssen es verstehen und zerstören. Dieses Ritual könnte in jeder der unzähligen Kammern hier stattfinden.
Wenn wir Risse finden, die tief genug sind, kann ich die gesamte Scharfestung kartografieren. Aber es reicht nicht, um das Ritual zu finden. Suchen wir weiter. Wir müssen tiefer in den Tempel von Kota eindringen. Jemand versucht, Kontakt herzustellen. Vielleicht der Sprecher. Wir müssen ins Freie. Dort habe ich vielleicht ein stabiles Signal. Du bist interessant. Vielleicht nicht übermäßig, aber vielversprechend. Wer spricht da? Ich weiß nicht. Das Signal bricht ab. Leute, ich weiß, was du vorhast. Das ist mutig. Aber du hast hier draußen viele Feinde. Wo draußen? Geh hinunter und stell dich der Schar. Wenn du überlebst, finde mich. Signal abgebrochen. Ich habe nur Teilkoordinaten. Venus, nördliche Hemisphäre, Ishtar-Gebiet. Toll. Und was jetzt? Wir gehen runter. Yeah.
Schar-Säher. Mit denen greifen sie auch die Erde an. Wenn wir es nicht schaffen, attackieren noch mehr davon unsere Heimat. Hier ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Ist sie, die dunkelste aller Scharkammern.
ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Ist sie, die dunkelste aller Scharkammern.
Hier ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Ist sie, die dunkelste aller Scharkammern.
ist sie, die dunkelste aller Scharkammern. Gegen den Reisenden selbst eingesetzt. Sein Licht verschwunden. Aber wir haben es befreit. Es ist weg. Zu Hause. Und unsere neue Freundin meinte, auf der Venus gibt es noch schlimmere Feinde?
Hier, das ist von einem alten Warlock namens Osiris. Alle Enten kriechen aus derselben Grube, erheben sich aus der Kluft und verschlingen Materie, Licht und Leben. Unaufhaltsam, doch zu bremsen. Die Schreine von Oryx müssen zerstört werden. Es gibt hier einen Schrein, aber er befindet sich tiefer im Höllenschlund, als wir je vorgedrungen sind. Wir sollten versuchen, ihn zu zerstören, bevor es zu spät ist. Ich orte Gefallene. Stärker als normal. Etwas hat sie aufgeschreckt. Ich bleibe dran. Die Gefallenen. Sie greifen den Höllenschlund an. Wenn ich die Comms richtig übersetzt habe, ist einer ihrer Barone hier. Die kriechen nicht oft aus ihren Skiffen hervor. Klingt nach einer Gelegenheit. Erwischt. Ein Baron weniger, der Probleme macht. Und jetzt zu diesem Schrein. Diese Tunnel sind kilometerlang. Die können wir nicht alle erkunden. Ich will gar nicht wissen, was die da unten alles haben. Diese Gefallenen sind genauso verrückt wie wir. Da ist der Schrein. Finde einen Weg hindurch.
muss unter den Schrein, um einen Schwachpunkt zu finden. Er ist mit einer Dunkelheit verbunden, weit hinter dem Rand des Systems. Ich muss die Verbindung irgendwie trennen. Hoffentlich werden wir in keinen transdimensionalen Strudel gezogen. Geschwächt. Du musst ihn zerstören. Die Verbindung getrennt. Der Schrein hat mit jemandem da draußen kommuniziert. Ihrem Gott oder König. Was auch immer es gewesen ist. Es kommt näher. Ich empfange überall Leuchtsignale.
Ich dachte mir schon, dass du das haben wirst. Erwachenden Ruinen in der Senke. Was gibt es, Hüter? Gut. Das nenne ich altmodisch.
Unsere neue Freundin hat wohl ganz spezielle Methoden, wenn sie uns so erreicht. Die Nachricht, die sie uns gerade geschickt hat, kam aus den Dschungeln der Venus. Diese Kolonie wurde vom Ishtar-Kollektiv errichtet. Die Ruinen, die es erforscht hat, waren älter als die Menschheit selbst. Wir dachten, dieses Wissen wäre mit dem Untergang verloren gegangen. Nichts. Mir gefällt es nicht, hergeschleift zu werden, ohne die Umgebung zu kennen. Früher gab es hier einen Hüter-Außenposten. Mal sehen, was es dazu gibt. Verbunden. Sparrow verfügbar. Hier steht eine Menge über Kriegsmaschinen namens Vex. Unzerstörbar, gnadenlos und überragend intelligent. Und sie können sich teleportieren. Na großartig. Früher hatten die Hüter Sensoren, um sie aufzuspüren. Bringen wir sie wieder online. Sensoren sollten sich vor uns befinden. Sensoren decken mehrere Kilometer ab. Ich sollte die Maschinen jetzt aufspüren können. Los, zu diesen Koordinaten. Finden wir heraus, was sie uns zeigen möchte. Wir sind umzingelt. Hier ist es.
Was ist das? Das muss ich mir näher ansehen. Faszinierend. Ein Konflux nicht baryonischer Ströme, die wohin führen? Nein, 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 nein! Es sind die Vex in Deckung!